Hallo Leute, herzlich willkommen zu den täglichen Herausforderungen vom Samstag, den 12.12. Wir dürfen heute zwei Eichhörnchen sammeln, Freeroom-Events mit einer Punktzahl unter den ersten drei abschließen, gegnerische Nichtspielercharaktere niedertrampeln, gewürztes, exotisches Vogelfleisch darf gekocht werden, Spieler in Showdowns mit einem Bogen töten, Vorräte am Lagerfeuer kochen 5-mal und 5 wilde Mutterkräuter. Bei den rollenspezifischen Herausforderungen habe ich heute mal wieder die Eier mit reingenommen, weil ich denke, da sind doch etliche Spieler unterwegs, die ziemlich neu sind und die tun sich dann, wie wir alle früher einmal, etwas schwer, Vogelei zum Beispiel aus dem Nest rauszuschießen. Und da zeige ich euch natürlich nochmal, wie das funktioniert. Beginnen wir gleich mal mit dem Fun-Teil. Das ist bei mir dann wieder heute gegnerische Nichtspielercharaktere niedergetrampelt und da müssen bei mir immer die arglosen Reiter dran glauben, die mir so über den Weg reiten. Und wenn er läuft, dann wird er niedergetrampelt. Also einmal rüberspringen zu ihm, das Pferd nehmen von ihm und ihn dann niedertrampeln. Aber erst warten, bis er zum roten Punkt wird, ganz wichtig, weil sonst wäre es kein Gegner. Also wenn er einmal schießt, ist er ein roter Punkt. Ihr seht es auch unten links auf der Karte. Easy. 5-mal macht ihr das Ganze. Eichhörnchen brauchen wir allerdings 2 heute nur und das ist natürlich eine Aufgabe, die wir locker und leicht bei Harriet in der Nähe der McFarlane's Ranch machen können, denn dort sind immer Eichhörnchen, also unter Garantie. Ich war bei Harriet dort noch nie und habe keine Eichhörnchen angetroffen, also die waren immer da. Also Eichhörnchen bei Harriet. Bei der McFarlane's Ranch. Ich hatte heute früh 4 Stück. Wir brauchen nur 2. Aber das ist so ein Ding, wo man sagen kann, das ist garantiert dort. Also Eichhörnchen bei Harriet. Harriet schreit natürlich, aber das ist nur mal so ihre Art. Kann man nichts machen. Harriet ist eine Tierschützerin. Und was soll sie dazu sagen, wenn ihr vor ihrer Nase da die Eichhörnchen abknallt? Natürlich regt sie sich auf. Geht bloß nicht hin und wollt was von ihr. Ihr wisst, was passiert. Wildes Mutterkraut bei Armadillo sind 14 Location. Natürlich habe ich hier nur 2 rausgepickt. Wir brauchen eigentlich nur 2, maximal 3. Aber hier bei Armadillo 14 Location. Das eine ist gleich bei der Schnellreise. Also ihr fallt sozusagen aus der Schnellreise raus und zack sind da schon wilde Mutterkräuter. Die zweite Stelle ist etwas nördlich davon bei Armadillo. Und jetzt kommen wir zu den Eiern. Ich habe heute extra die Gänseeier genommen, weil das nur 4 sind. Gestern hatten wir die Enteneier im Video, einfach so, weil sie auf dem Weg lagen. Das waren 5. Wer es schnell haben möchte heute, holt sich die Enteneier bei, glaube ich, heute in der Nähe von Manzanita Post, beim See dort, glaube ich, ist heute die Location für die Enteneier. Diese Location ist aber nicht safe. Manchmal sind da gar keine. Also kann sein, dass ihr den Weg umsonst macht. Aber hier die 4 Gänseeier bei Blackwater, die Insel, die vorgelagerte Insel. Dort könnt ihr 4 Stück Gänseeier aufsammeln. Nicht aufs Nest treten, dann werden es weniger. So, und dann habe ich mich zu einem Vogelnest begeben. Und das ist in der Nähe von Caliga Hall. Und da zeige ich euch jetzt natürlich nochmal, wie man das mit dem Warmint-Gewehr aus dem Nest rausschießt. Alternativ dazu könnt ihr natürlich auch den Bogen- und Kleinwildpfeil nehmen, um das aus dem Nest rauszuschießen. Einfach dann aufsammeln und dann waren es bei mir heute früh 5 voll und fette 0,15 Goldbarren eingesackt. Das ist doch der Hammer. Ich werde ja richtig reich hier. Naja, also Rockstar, ich bin immer noch sauer. Caliga Hall im Norden davon. Dort, wo auch Alligatoren in der Nähe sind, aufpassen. So, und dann brauchen wir ja Pinguinfleisch. Unbedingt für das exotische. Nein, natürlich Pelikan. Also, Pelikane findet ihr zum Beispiel hier Quaker's Cove bei den Stegen. Dort, wo auch ein Bandenversteck ist. Aber meine absolute Lieblingslocation. Und wer den Kanal kennt, der weiß schon. Die Insel der Pelikane. Insel der Pelikane. Die hatte ich damals so getauft, weil dort bis zu 5 oder 6 Pelikane
auftauchen können. Heute waren es nur zwei, aber ich glaube, das liegt an Corona. Die anderen haben einfach Quarantäne und dürfen nicht raus. Also heute nur zwei Pelikane für exotisches Vogelfleisch hier auf der Insel der Pelikane. Und rupfen, dann bekommt ihr das exotische Vogelfleisch. Das müssen wir natürlich am Lagerfeuer brutzeln. Hatte heute nicht mit meinem Wildnislager funktioniert. Ich konnte beim Wildnislager schon exotisches Vogelfleisch brutzeln, aber ich konnte keine Gewürze dazu tun. Deswegen musste ich heute zurück ins Lager. Dort konnte ich die Gewürze anwählen, Ackerminze, Oregano oder Thymian. Die braucht ihr unbedingt, um gewürztes exotisches Vogelfleisch zu brutzeln. Aber im Wildnislager hat es nicht funktioniert. Ich denke mal, ein Bug. Ich habe es mehrmals probiert, bin sogar nochmal rein und raus gegangen, also Lobby gewechselt. Hat nicht funktioniert, Wildnislager, wahrscheinlich ein Bug. Okay, hier im Lager dann auch noch die anderen 5 Gegenstände. Ist egal, was ihr da nehmt. Hauptsache, ihr macht etwas, ihr stellt etwas am Lager her. Und dann auch nochmal 0,15 Goldbarren eingesackt. Das war's. Schreibt mir mal, ob ihr auch mit dem Wildnislager Probleme habt beim exotischen Vogelfleisch brutzeln, ob bei euch da die Gewürze funktionieren. Bei mir war es heute nicht so. Ich probiere es nachher vielleicht noch mit PlayStation aus und dann sehe ich das, ob das funktioniert. So Leute, das war's schon gewesen. Ein Samstag. Kauft heute noch mal ein. Es kann sein, dass ab Montag ein harter Lockdown kommt und dann müssen wir die Weihnachtsgeschenke alle online bestellen. Also sputet euch, schaut das Video an und dann ab Weihnachtsgeschenke kaufen. Ich sag ciao.